Wir sind zurück am Nürburgring, sehr verehrte Zuschauer. Und ich habe den tragischen Unfall bereits angesprochen von Christian Peruzzi gestern im Zeittraining. Und das hat auch direkte Auswirkungen auf die DTC am heutigen Tag. Denn Franz Engstler hat beide Fahrzeuge heute hier aus dem Rennen genommen. Weitere Meldungen nun in den News. Ungewohnt viel Betrieb herrschte die Tage in der Boxengasse bei der DTC. Der Grund dafür ist einfach, sowohl die Pumas als auch die Clios absolvierten ihre Zeittrainings gemeinsam mit den DTC-Piloten. Klassementleader Markus Gedlich machte mit den neuen Kollegen dann auch gleich auf der Rennstrecke Bekanntschaft. Ja, das war nicht so ohne im Streckenabschnitt Pflanzgarten. Da hat also ein Fahrer aus dem Puma Cup nicht so ganz aufgepasst, hat anscheinend nach links geguckt und ein bisschen geträumt. Ich habe ihn auf der rechten Seite überholt und als ich neben ihm war, zog er auf einmal rüber auf die Ideallinie und da hat es meine Felge erwischt. Zum Glück konnte ich die Runde noch fertig fahren, aber es war schon ein bisschen eine heiße Situation. Apropos neue Kollegen, Gedlichs Teamchef Thorsten Schubert, der aus gesundheitlichen Gründen auf Thomas Servin verzichten muss, macht aus der Not eine Tugend und schlüpft am Nürburgring selbst in den Rennoverall. Ach, wie schön ist es doch, wenn es unter Teamkollegen so richtig harmonisch zugeht. Ellen Lohr und Thomas Winkelhock vergnügt in der Boxengasse. Dabei musste die schnelle Ellie ihren Teamkollegen nach dem ersten Zeittraining etwas aufheitern. Tommy Winkelhock hatte eine kleine Streicheleinheit bitter nötig. Ja, ich bin ja nur eine Runde gefahren und ich verlor dann die Ablassschraube vom Getriebe. Und dann hat sich das Getriebe gemeldet, wo ich nach meiner ersten Runde über die Ziellinie kam und dann war aus die Maus. Aus die Maus und ich glaube, du bist auch ganz schön angefressen, oder? Ja, ein bisschen schon, klar. Doch der Ärger sollte sich schnell legen. Im zweiten Zeittraining lief es für den Schwaben schon wieder rund und Winkelhock fuhr überraschend auf Startposition 2 vor. Schneller war auf der Nordschleife nur einer, Michael Funke. Vom schwebenden Verfahren gegen das Wolf-Team unbeeindruckt, drehte Funke auf seinem Heimkurs die schnellste Runde. Ich kann da sowieso nichts dran ändern und Jürgen Klauke und Walter Wolf haben mir gesagt, fahr was das euch hält und das habe ich hier umgesetzt. Michael Funke, der Ford Focus-Pilot, heute also auf der Pole-Position und die Fahrer befinden sich bereits in der Einführungsrunde und das heißt für mich abzugeben an Ihren Kommentator. Bitte, Thomas. Ja, vielen Dank, Erik. Wir sehen hier bereits Hubschrauberaufnahmen von der Nordschleife, das Feld angeführt von Michael Funke, dem Trainingsschnellsten gestern im zweiten Zeittraining. Das ist der blaue Ford Focus, hier eingeblendet, optimale äußere Bedingungen. Wir haben 17 Grad Lufttemperatur, Asphalt etwas wärmer, ganz leichter Wind und leichte Wolken heute rund um oder über dem Nürburgring. Hier sehen Sie diese Nürburgring-Nordschleife, insgesamt nur 4 Runden. Das entspricht aber einer Distanz, die auch sonst so gefahren wird, von über 100 Kilometern. Alle Fahrer sind der Meinung, das wird richtig hart heute. 25,359 Kilometer ist diese Rennstrecke hier, diese legendäre grüne Hölle in der Eifel lang. Wie gesagt, es wird hart, sagen die Piloten. Wir werden ein spannendes Rennen erleben, auch wenn relativ wenige Fahrzeuge am Start sind. Nur 20 Stück, dazu später vielleicht noch etwas mehr. Die erste Reihe mit Michael Funke und Tommy Winkelhock. Beide hatten bisher Pech bei den bisherigen Nordschleifenrennen in der DTC. Beide möchten hier endlich einmal auf dieser Strecke gewinnen. Thomas Klenke hat hier schon gewonnen, nämlich vor 2 Jahren einen der beiden Läufe. Damals noch im VW Golf, er fährt jetzt einen der Ford Focus. Stefan Kissling hatte ein Problem im zweiten Zeittraining, war schnellster noch im ersten Zeittraining nur in Reihe 2. Dirk Adorf freut sich über seinen 5. Startplatz, da lief es ja überhaupt nicht bei den ersten 2 Rennen. Oliver Eicheler dahinter, dann Markus Gedlich und Alan Lohr in der 4. Startreihe. Gedlich der Tabellenführer, aber hier mit hohem Zusatzgewicht. Claudia Hürtgen und Michael Gerhardt, 2 weitere BMW-Piloten in der 5. Startreihe. Patrick Bernhard und Marc Simon, das ist die Reihe 6, 2 Ford Focus. Nur auf der 7. Position der Rekordmeister Jürgen, auf der 7. Reihe Jürgen Honester, der Rekordmeister, und Martin Zontler gestern mit Problemen im zweiten Zeittraining. Roland Härtner und Peter Rickli, der Schweizer im Honda, in der 8. Reihe. Ja, dahinter kommt dann noch Thomas Mühlens im Citroën Xara. Rainer Bastuk, der aus der Box nachstarten muss mit dem Kissling Opel, der Teamkollege also von Stefan Kissling. Er hatte sich falsch aufgestellt vorhin beim Vorstart. Und Siegfried Röll, der BMW-Pilot, der steht ganz hinten in der Starterschule. Nur 20 Autos. Im letzten Jahr waren hier auf der Nordschleife noch 27 Fahrzeuge mit von der Partie. Gründe sind vielfältig. Zum einen haben einige Fahrer erklärt,
Sie möchten hier nicht starten auf der Nordschleife, mangels Erfahrung auf dieser sehr, sehr schwierigen Rennstrecke. Sicherlich eine Entscheidung, die Respekt verdient. Und das Alfa Romeo Team von Franz Engstler hat nach dem tragischen Unfalltod gestern von Christian Peruzzi seine beiden Fahrzeuge zurückgezogen. Diese Entscheidung sicherlich absolut nachzuvollziehen und zu verstehen. Dabei war Franz Engstler nach dem zweiten Zeittraining gestern sehr, sehr glücklich noch. Er war eine sehr schnelle Runde gefahren mit 9 Minuten 56, hätte auf der 9. Startposition gestanden. Und das war für das Alpha-Team ein großer Schritt nach vorne, denn dieser Alfa Romeo 147 ist ja völlig neu und fährt vor allem in der Tourenwagen-Europameisterschaft im Augenblick noch ein bisschen hinterher. Aber wie gesagt, das Ganze überschattet von dem schrecklichen Unfall gestern zu Beginn des zweiten Zeittrainings des 24-Stunden-Rennens. Die Auswirkungen nicht nur, dass die beiden Alfa Romeo hier in diesem dritten Lauf der DTC fehlen werden, auch bei der Siegerehrung wird man verzichten auf die obligatorische Sektdusche, das zumindest die Information, die wir von der Rennleitung bekommen haben. Die Fahrzeuge sind jetzt bereits auf der Döttinger Höhe, das ist die lange, lange Gerade, die dann zurückführt zum Grand Prix-Kurs hier oben auf in der Eifel. Das Zickzackfahren obligatorisch, um die Reifen noch auf Temperatur zu bringen. Wir haben ja hier eine sehr, sehr lange Einführungsrunde von diesen über 25 Kilometern. Michael Funke im Ford Focus, also der Pole Setter, fuhr eine Zeit von 9 Minuten 47,0 Sekunden und damit war er mal eben, ja, ich glaube, über 5 Sekunden schneller als im vergangenen Jahr. Jawohl, 6 Sekunden waren es sogar, 9,53 im letzten Jahr. Also ein großer Fortschritt technisch wieder in der DTC. Und die Topspeed, die hier auf der Döttinger Höhe, dem schnellsten Teil der Strecke, gefahren wird, mit dem Ford Focus gestern im Training 242 Kilometer pro Stunde. Vielleicht haben Sie in den letzten beiden Jahren auch zugeschaut bei unseren Übertragungen von der Nordschleife. Wir werden hier sicherlich ein spannendes Rennen erleben. Wir werden sicherlich eine Windschattenschlacht erleben, denn die Taktik wird eine große Rolle spielen. Denn immer wieder haben wir schon erlebt hier, wer als Führender in der letzten Runde auf die Döttinger Höhe kommt, der muss nicht unbedingt der Sieger sein. Wer als Zweiter einbiegt, knapp dahinter, der hat meistens die besseren Karten. Zwei Inboard-Kameras haben wir auch für Sie dabei, denn es ist ja nicht leicht, dieses Rennen auf der Nordschleife zu übertragen. Wir haben zwar eine riesige Anzahl von Streckenkameras rund um diese Rennstrecke, aber den Teil müssen wir mit Hubschrauberaufnahmen und auch mit Inboard-Aufnahmen überbrücken. Und ein Auto wird zum Beispiel pilotiert von Stefan Kissling. Das ist der Mann, hier sitzen wir gerade drin im Auto mit der Startnummer 23, der sicherlich etwas enttäuscht ist, nur in der zweiten Startreihe zu stehen. Er war der Schnellste am Donnerstag im ersten Zeittraining, aber dann im zweiten Zeittraining blieb er gleich stehen mit seinem Opel Astra OPC. Es gab ein Problem mit der Benzinzufuhr und deswegen konnte er seine Zeit vom Vortag nicht weiter verbessern. Aber auf ihn sind wir sicherlich gespannt, auf ihn müssen wir achten. Sein Auto sehr, sehr schnell auch auf den Geraden, genauso wie die BMW. Also es wird sicherlich sehr, sehr interessant werden. Stark auch die Leistung von Dirk Adorf mit dem zweiten Opel Astra OPC im Feld, der ja hinterher fuhr bei den ersten Rennen. Man hat jetzt ein anderes Auto im Müllner-Team, man hat das Fahrzeug getauscht. Damit scheint es vorwärts zu gehen und Dirk Adorf ist natürlich einer der Nordschleifen-Spezialisten, hat hier große Erfahrung im Langstreckenpokal. Viele, viele Jahre ist er hier auf der Nordschleife gefahren. Und das hat sich hier im Training sofort ausgezahlt. Das ist der weiße Opel Astra da hinten im Bild. Also das ist Dirk Adorf, der eine sehr lange Übersetzung gewählt hat und er hat mir gesagt, vorhin noch kurz vor dem Start, die große kritische Phase für ihn ist der Grand Prix-Kurs und vor allem der Start. Wenn der zu langsam ist, wenn Michael Funke, der das Tempo bestimmen darf, zu langsam fährt, dann könnte Dirk Adorf mit der langen Übersetzung ein Problem haben. Wenn man mal auf der Nordschleife ist, sagt er, ist es kein Problem, aber der Start, ja, wieder mal wie so oft in der DTC, völlig unsortiert das Feld. Michael Funke hat sofort Gas gegeben, das ist sein gutes Recht, das Tempo zu bestimmen und dahinter ging es richtig durcheinander. Und Dirk Adorf ist zurückgefallen. Sie haben das schon gesehen. Also er hat diese Befürchtung zurecht gehabt. Bremst jetzt sehr spät in die Castrol S hinein. Alles geht gut. 20 Fahrzeuge also der deutschen Tourenwagen Challenge. Dazu kommen noch insgesamt 11 Fahrzeuge des Bilstein Tourenwagen Cup. Das ist diese neue Serie für 1600er Tourenwagen, die im Augenblick immer im Rahmen der DTC mitfahren, solange nicht mehr Fahrzeuge am Start sind. Michael Funke also vorne, Tommy Winklock, dann der Abriss. Thomas Klenke, der Dritte des Trainings, auch Dritter im Augenblick. Der gelbe BMW da hinten, das ist Alan Lohr und Stefan Kissling hat ein Problem. Stefan Kissling wird langsamer, das ist doch nicht zu glauben. Der hatte schon in den letzten Jahren hier immer wieder Pech, ausgerechnet bei seinem Heimspiel auf der Nürburgring-Nordschleife.
Stefan Kießling fällt hier Platz um Platz zurück und da wird sich Helmut Kießling, sein Vater, wieder mächtig ärgern in der Box. Das darf doch nicht wahr sein. Rauch steigt auf hinten und das Schlimme ist für uns, eines unserer Kameraautos ist bereits hier kurz nach dem Start ausgeschieden. Also Kießling draußen, da hinten geht einer der Ford Focus fliegen. Das ist, glaube ich, Jürgen Hohnes, wenn ich das richtig sehe. Auch Thomas Mühlens draußen. Jawohl, Start Nummer 3, Jürgen Hohnester, also gleich mit einem Problem auf dem Grand Prix-Kurs, hat auch ein paar Positionen eingebüßt in der Bergaufschikane. Der hatte ebenfalls gestern im zweiten Zeittraining ein Problem, ein Kabel war gebrochen, deswegen konnte er nicht trainieren, hatte sich aber einiges erwartet für dieses Rennen. Stefan Kießling ausgestiegen, schaut sich da das Malheur an im Motorraum. Ja, auf jeden Fall dieses Rennen wieder beendet für ihn vorzeitig. Er hat einfach kein Glück hier auf der Nordschleife, dabei ist ja hier einer der allerschnellsten. Jetzt geht es raus. Grand Prix-Kurs ist absolviert. Raus auf die Nordschleife. Dirk Adorf knapp vor Alan Lohr, der weiße Opel Astra und der gelbe BMW 320i. Adorf also auf der vierten Position, Alan Lohr auf 5 und dahinter dann mit dem blauen BMW, das ist Claudia Hürtgen und die fährt im Augenblick vor dem Tabellenführer, vor Markus Gedlich. Ich sagte Ihnen, er hat ein sehr hohes Zusatzgewicht hier. Es gibt ja ein Handicap-System in der deutschen Tourenwagen-Challenge. Und Thomas Klenke, der ist näher rangekommen an den zweitplatzierten Tommy Winkelhock. Da hinten wieder ein Fahrzeug in langsamer Fahrt. Das ist einer der BMW. Müsste Michael Gerhardt gewesen sein, der da Probleme hat. Peter Rickli im Honda Integra. Diesmal sehr, sehr stark unterwegs von den Rundenzeiten her auf der Nordschleife. Da noch einmal der Abflug von Jürgen Hohnesser. Das ist ja auch die Stelle, in der Manuel Reuter in der DTM seinen schweren Unfall hatte. Ja, der ist da mächtig gehüpft, der Ford Focus von Jürgen Hohnester. Und ich fürchte mal, der wird auch ein bisschen was abbekommen haben. Also Jürgen Hohnesters Rennen dürfte vielleicht auch schon hier in der ersten Runde beendet sein. Windschattenfahren jetzt bereits. Alan Lohr versucht vorbeizugehen an Dirk Adorf. Die BMW ist sehr, sehr schnell auf den Geraden. Ebenso die Ford Focus. Aber auch die Opel Astra sind motormäßig sehr, sehr stark bestückt. Nicht unbedingt vielleicht das Auto von Dirk Adorf, der der Meinung ist, dass er deutlich einen Leistungsmanko hat im Vergleich zum Beispiel vom Auto von Stefan Kießling. Die Fronttriebler sehr, sehr stark hier auf der Nordschleife. Sie sind ja auch etwas leichter als die heckgetriebenen BMW und vor allem in den Bergaufpassagen macht sich das natürlich bemerkbar. Das ist unser zweites Kameramobil. Claudia Hürtgen mit der Startnummer 55, die Auftaktsiegerin von Oschersleben, jetzt unten in der Fuchsröhre, wo das Auto zusammengepresst wird, eine Kompression. Dann die Schikane Adenauer Forst, die ein bisschen den Fluss herausnimmt. Da gibt es eigentlich nur eine Linie, muss man genau treffen, um dann richtig raus zu beschleunigen für das folgende lange Bergabstück. Röttgen also direkt hinter Alan Lohr. Hatte ja großes Pech beim zweiten Rennen auf dem Eurospeedway. Da gab es einen Ölleck an ihrem BMW 320i und durch den Abbruch des Rennens lief das ganze Öl raus. Deswegen konnte sie beim Neustart nicht mehr teilnehmen. Auch im Training gab es einige Schwierigkeiten. Im ersten Training bei Claudia Hürtgen eine defekte Ölpumpe, die abgerissen war. Und gestern im Abschlusstraining sprang dann nach der ersten Runde der erste und der zweite Gang immer raus. Und deswegen Claudia Hürtgen auf der für sie etwas enttäuschenden 10. Startposition. Sie meint aber, sie hat eine sehr gute Abstimmung gefunden für dieses Rennen. Und deswegen dürfen wir mit ihr durchaus rechnen. Abstimmung absolut entscheidend hier auf der Nordschleife. Natürlich auch Motorleistung auf den langen Geraden. Und schauen Sie nur, der Thomas Klenke mit dem Ford Focus ist jetzt ganz, ganz dicht dran an Tommy Winkelhock. Hat hier schon einmal gewonnen vor 2 Jahren, damals noch im VW Golf. Ich erinnere mich, da gab es eine spannende Windschattenschlacht mit Jürgen Hohnester. War alles andere als zufrieden nach dem ersten Zeittraining mit dem Fahrwerk seines Ford Focus. Das Auto sprang extrem, so die Aussage von Thomas Klenke. Man hat das etwas in den Griff gekriegt gestern im zweiten Zeittraining. Aber er sagt, das Auto ist immer noch sehr nervös auf der Hinterachse. Und die Zuschauer, die hätten würden einiges geboten bekommen draußen an der Nordschleife von ihm. Denn das Auto hüpft doch teilweise sehr gewaltig. Aber er sagt, er hat nichts mehr geändert jetzt zum Rennen, auch nach dem Warm-up nicht mehr. Er kann damit leben und er glaubt, dass er ein Auto hat, das schnell genug ist, um hier ganz nach oben auf das Siegerpodest zu fahren. Schnell genug vielleicht nicht auf den Geraden, auch beim Team von Hans Hotfield. Hotfield ist man der Meinung, dass man etwas Motorleistung noch finden muss. Man arbeitet daran und bei den nächsten 2 Rennen möchte man eine Evolutionsstufe des Ford Focus Motors präsentieren, die dann, sagen wir mal, 5 bis 10 PS mehr Leistung hat. Das ist so etwa das Manko, das man im Augenblick bei diesem Team hat.
Das müsste wieder Jürgen Hohenester sein, also er ist weiter mit von der Partie, trotz dieser Sprünge, dieser Kängurusprünge, die er nach seinem Ausrutscher in der Bergaufschikane gemacht hat. Hohenester ist ja auch ein alter Nordschleifen-Spezialist, fährt hier auch das 24-Stunden-Rennen gemeinsam mit Thomas Klenke und Patrick Bernhard auf dem Hotfield Ford Focus. Hat Abenteuerliches berichtet gestern nach dem zweiten Zeittraining, als er im Dunkeln gefahren ist. Nämlich das Licht war nicht sehr gut an seinem Auto und er sah praktisch nichts. Und es hat hier eine Positionsverschiebung gegeben. Alan Lohr hier bei der Auffahrt zum Karussell ist inzwischen vorbei an Dirk Adorf. Er versucht da ranzukommen wieder im Karussell. Also Alan Lohr jetzt auf der vierten Position. Auch sie natürlich wie alle geschockt wegen des Unfalls von Christian Peruzzi. Und sie sagt, sie hat sehr viel Respekt heute vor diesem Rennen, was wie gesagt A, sehr hart werden wird. Und die Nordschleife, wie gesagt, ist doch sehr tückisch. Auch Alan Lohr hatte hier mal in der DTM einen schweren Unfall, ist damals sogar über die Leitflanken geflogen mit ihrem AMG Mercedes. Damals blieb sie absolut unverletzt. Immer noch keine Informationen übrigens, hören wir aus der Boxengasse, was passiert ist bei Stefan Kissling. Ratlosigkeit an der Kissling-Box. Opel-Rennleiter Volker Stritzek ist auch in der Box natürlich sehr enttäuscht. Man hätte hier einen Erfolg auf der Nordschleife mit dem Opel Astra Opel C natürlich sehr, sehr gerne gesehen, wo es doch in der DTM im Augenblick nicht so gut läuft. Und Dirk Adorf attackiert, geht daneben, geht vorbei wieder an Alan Lohr, versucht es zumindest, die kontert nochmal. Das ist die Bergaufpassage und ich sagte es Ihnen, der Opel Astra, der ist natürlich etwas leichter als der BMW 320i. Die Hecktriebler, die ja einen kleinen Traktionsvorteil haben, konstruktiv bedingt, die müssen etwas mehr Gewicht mitschleppen in der DTC als die Fronttriebler, zum Beispiel aus dem Hause Ford und Opel. Michael Funke mit kleinem Vorsprung auf Tommy Winklock. Und da gibt es offensichtlich ein Problem bei Alan Lohr. Jawohl. Adorf wieder vorbei, das ging aber absolut kampflos jetzt. Alan Lohr machte Platz, fuhr zur Seite. Dirk Adorf ist vorbei, auch Claudio Hörtgen ist vorbei. Also offensichtlich technische Probleme jetzt bei Alan Lohr. Damit die Enttäuschung natürlich auch bei ihr riesengroß. Da rollt Alan Lohr aus, hat keine komplette erste Runde geschafft. Frühzeitig das Aus für die Teamkollegin von Tommy Winklock. Da steht der BMW 320i. Schade, schade. Es war ein tolles Duell mit Dirk Adorf in dieser ersten Runde. Und das Feld ist um ein weiteres Auto ärmer. Da sehen wir Markus Gedlich mit der Startnummer 44. Und dahinter Marc Simon mit dem anderen schwarzen Ford Focus im Feld. Das andere Auto ist ja Jürgen Hohenester. Und wir kommen jetzt zum ersten Mal im Rennen auf die Döttinger Höhe. Diese lange, lange Gerade, wo Windschattenfahren gefragt ist. Ich sagte es Ihnen, Geschwindigkeiten bis über 240 Kilometer pro Stunde. Aber das Feld ist schon relativ weit auseinandergezogen, vor allem an der Spitze. Ein bisschen enger, ein bisschen Windschatten gibt es da mit Claudio Hörtgen, Markus Gedlich, Marc Simon und dem Junior im Wolf-Team, nämlich Oliver Eichler, der ein sehr starkes Training gefahren ist mit seiner 6 besten Zeit, aber in dieser ersten Runde, in dieser Startphase etwas den Anschluss verloren hat. Ja, Informationen aus der Boxengasse, auch zu Alan Lohr, gibt es keine Funkverbindung, deswegen weiß das Team von Brinkmann Motorsport nicht, was da passiert ist, warum Alan Lohr ausgerollt ist. Das werden wir natürlich recherchieren und versuchen, Ihnen noch im Laufe dieser Übertragung nachzuliefern. Erste Runde zu Ende. Funke mit 9,51,5, also eine unglaublich schnelle Runde. Er hatte nach dem Qualifying gesagt, ich habe einen dicken Hals wegen all dieser Gerüchte, die es um die Legalität des Ford Focus gibt. Und deswegen werde ich hier einfach fahren, was das Zeug hält. Markus Gedlich vorbeigegangen an Claudio Hörtgen und auch Marc Simon versucht es. Und da gibt es eine Kollision. Das war natürlich unnötig. Marc Simon schubst da die Claudio Hörtgen im Castroles von der Strecke, unser Kameraauto. Versucht sie wieder in Gang einzulegen, ist ihr gelungen, aber sie hat natürlich viel, viel am Boden verloren. Markus Gedlich war da noch ganz sauber vorbeigefahren an Claudio Hörtgen. Und was der Marc Simon da gemacht hat, ja, das war ein bisschen optimistisch, möchte ich einmal sagen. Auf jeden Fall kam es zur Kollision im Castroles und Claudio Hörtgen verlor wertvollen Boden. Sie kann weiterfahren, Gott sei Dank, denn es geht für sie ja auch um die Meisterschaft. Sie hat das erste Rennen in Oschersleben gewonnen. Sie liegt im Augenblick auf der guten 7. Gesamtposition, trotz des unglücklichen Ausfalls in Oschersleben.
Wir werden das bestimmt gleich noch einmal aus einer anderen Perspektive sehen können, was da passiert ist zwischen Claudia Hürtgen und Max Simon. Sie hatte Markus Gedlich vorbeigelassen, bekam dann einen Schubs von Max Simon, kreiselte im Castroles durch das Kiesbett. Glück gehabt, gleich wieder in Fahrtrichtung zu stehen, hat ein bisschen die Gänge sortieren müssen. Ja, also wie gesagt, es war sehr, sehr optimistisch von Max Simon. Claudia Hürtgen hatte da logischerweise etwas die Linie frei machen müssen, weil sie Markus Gedlich vorbeigelassen hatte, und dann versuchte Max Simon, obwohl er ja wirklich nicht daneben war, nicht wirklich daneben war, vorbeizufahren, und es kam zur Kollision. Max Simon nach dem Training alles andere übrigens als zufrieden. 13. Startplatz, Rückstand auf die Spitze, 14,4 Sekunden. Er sagt, ich bin einfach kein Nordschleifenexperte. Ich tue mich hier schwer auf dieser Nordschleife. Es gibt so viele Stellen, wo ich ein bisschen lupfe, und das merkt sich dann, oder das macht sich dann mit dem großen Rückstand bemerkbar. Gab auch Probleme bei ihm, es gab einen Motorschaden nach dem zweiten Zeittraining, hat den Motor gewechselt bei seinem eigenen Team. Und Probleme jetzt auch für die Startnummer 4. Es gibt da einen Reifenschaden vorne links, das ist Patrick Berner, der Teamkollege von Thomas Klenke. Ist da möglicherweise irgendwo drüber gefahren. Er kann jetzt über den Grand Prix-Kurs in die Box hineinfahren, so sagte es das Reglement. Er muss jetzt also nicht eine komplette Runde über die Nordschleife fahren, aber ich denke einmal, so wie das aussah, gibt es da vielleicht auch noch Folgeschäden am Ford Focus des Hotfield-Teams. Lohr wurde da abgeschleppt, für sie ist das Rennen beendet, denn fremde Hilfe ist nicht erlaubt in der deutschen Tourenwagen-Challenge, genauso wenig ja in der DTM. Ja, ich habe es Ihnen gesagt, Max Simon hatte einen Motorwechsel gestern nach dem Zeittraining, heute früh im Warm-up, dann auch noch Aufregung wieder bei der eigenen Mannschaft, denn es tropfte Öl aus dem Motor. Es gab irgendwo eine undichte Stelle. Man hatte schon Sorge, dass es ein neuerliches Motorproblem geben könnte. Aber Max Simon liegt im Augenblick auf der 6. Position nach dieser Kollision mit Claudia Hürtgen und ist noch gut dabei. Blick in die Box. Das ist einer aus dem kleinen Feld. Das ist der Wildstein Tourenwagen Cup, Startnummer 108. Das ist Michael Raja aus Wunstorf, einer der Citroën Saxo, der also hier die Segel streichen musste. Führender übrigens bei den Kleinen, für die es interessiert, Kai Jordan im VW Lupo GTI. Er liegt auf dem 16. Gesamtrang, also wenn man mal das DTC und das BTC-Feld zusammenzieht. Und hier liegt damit knapp hinter Jürgen Honester, der die erste Runde auf der 15. Gesamtposition beendet hat nach seinem Ausrutscher in der Bergaufschikane. Er liegt nach wie vor hinter Thomas Mühlens. Und der Rückstand auf Mühlens, 8 Sekunden, also ich denke, da gibt es tatsächlich Folgeschäden am Auto von Jürgen Honester. Patrick Bernhard an der Box, ja, ich habe es Ihnen richtig gesagt, er ist die Kurzanbindung gefahren, reingekommen in die Box, Reifenwechsel vorne links, er wird dann wieder auf die Reise gehen, wird natürlich nichts mehr groß zerreißen können in diesem Rennen, aber es gibt Punkte in der deutschen Tourenwagen-Challenge bis zum 25. Platz, das heißt, aufgeben wäre ein riesengroßer Fehler für ihn, es wird Punkte geben für ihn auf jeden Fall, wenn er das Rennen beendet. Im Auto von Claudia Hürtgen. Wird einen dicken Hals haben, die Claudia, nach dieser Kollision mit Marc Simon. Auto scheint nichts abgekriegt zu haben. Normales Tempo. Diese Bergabpassage jetzt runter nach Adenau, Breitscheid. Ist allein auf weiter Flur im Augenblick nach dieser Kollision mit Max Simon. Und dann sehen Sie nur am Rand, wie voll es ist rund um die Nordschleife. Viele, viele Zelte, tausende von Fans rund um die Nordschleife. Schon seit Montag, Dienstag haben sie die Zelte hier aufgebaut. Und wir rechnen mit weit mehr als diesen 116.000 Zuschauern, die schon im letzten Jahr beim 24-Stunden-Rennen waren. Das ist jetzt am tiefsten Punkt unten in Breitscheid. Dann geht es wieder bergauf. Und das ist diese Passagen, dann diese Bergauf-Passagen, die die BMW-Piloten nicht ganz so gerne lieben, denn sie haben etwas mehr Gewicht mitzuschleppen. Claudia Hürtgen, ja, die Überraschungssiegerin beim Auftakt in Oschersleben, hatte alle Männer nass gemacht, ist eine der Titelkandidatinnen, klar, in der Deutschen Tourenwagen-Challenge 2001, fährt ja auch Sportwagenrennen, wird auch die 24 Stunden von Le Mans mit einem offenen Sportwagen bestreiten. Bergaufpassage jetzt für Claudia Hürtgen, ein langes, langes Bergaufstück. Wir werden das nutzen, ganz kurz eine Pause zu machen. Die Beru Top 10 wird Ihnen präsentiert von Ford.
wünschen Ihnen entspannende Unterhaltung mit dem Multimedia-System im Ford Galaxy. Lean on me. Ford, besser ankommen. La Source Rouge Region. Nordkörper, Motodrom. Übung macht den Weltmeister. Formel 1 2001 mit Saisonrückblick 2000 auf einer Extra-DVD. PlayStation 2, the third place! Wir haben den Wunsch, den Kunden ins Internet zu führen. Und egal wann ich ins Netz gehe, ich habe immer den gleichen Tarif. 2,5 Pfennig pro Minute, rund um die Uhr. Bei sekundengenauer Abrechnung. Und keine Extrakosten. Das ist der Preis. 2,5 Pfennig, wann immer du reingehst. Ja. Immer 2,5 Pfennig. Das kapiert man auf Anhieb, ja. 0182-405-505. Planet Internet. Hier geht's rein. Gut zu wissen, dass nur ein winziger Teil der Erde asphaltiert ist. Immer mehr Menschen träumen davon, bis ans Ende der Welt zu fahren. Jederzeit und überall. Aber tatsächlich kommen sie nur bis zum nächsten Supermarkt. Trotzdem haben wir den Terrano gebaut. Mit seinem speziellen Fahrwerk fühlt man sich im Gelände genauso wohl wie auf der Straße. Nur für den Fall, dass Sie Ihre Träume ausleben wollen. Männer, wechselt zu Macht 3. Drei Klingen für die gründlichste Rasur in weniger Zügen. Ihr werdet den Unterschied lieben. Und wir auch. Macht 3 von Gillette. Jetzt neu, Macht 3 Cool Blue. It's new, it's cool, it's blue. Die richtige Position ist entscheidend für ein genaues Ergebnis. Der Braun Precision Sensor zeigt mir an, wenn er in der richtigen Position für eine präzise Blutdruckmessung ist. Auf Herzhöhe. Eine Methode, der ich genauso vertrauen kann wie der meines Hausarztes. Der Braun Precision Sensor. Arztgenau messen. Jetzt testen. Noch nie hatte unsere Batterie so viel Power. Die neue Duracell Ultra M3. Mit der einzigartigen M3-Technologie ist sie die kraftvollste Alkaline-Batterie der Welt. Was auch immer die Zukunft bringt. Die Zukunft spricht Visa. Ein Schauspiel, das seinesgleichen sucht. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Morgen, 15.30 Uhr, das Finale. Live im DSF. Wir haben die Formel für Ihre Höhepunkte. Die Formel 1 in Monte Carlo. Heute, 22.15 Uhr. Die Höhepunkte des Qualifyings. Und morgen 20.15 Uhr die Rennhöhepunkte des großen Preises von Monaco. Die Formel 1 in DSF. Willkommen zurück auf dem Nürburgring, liebe Zuschauer, beim dritten Lauf der Deutschen Tourenwagen Challenge. Wir haben genau die Halbzeit bereits des Rennens. Michael Funke weiter in Führung von Tommy Winklock, Dirk Adorf, Markus Gedlich, Marc Simon und Oliver Eichlech. Und die beiden sehen wir gerade hier. Die duellieren sich schon seit einigen Minuten auch auf der Nordschleife Windschatten fahren. Marc Simon, der nach eigenen Aussagen hier kein Experte ist auf der Nordschleife,
wehrt sich immer noch mit Erfolg gegen Oliver Eichhörner, den neuen Mann im Ford-Team von Walter Wolf. Im letzten Jahr er ja der Sieger im Ford Puma Cup. Konsequente Nachwuchsförderung von Ford, der Aufstieg vom Puma Cup direkt hinein in die DTC. Sehr starke Vorstellung bisher der Ford Focus hier. Michael Funke auf 1, Marc Simon auf 5, Oliver Eichele auf 6. Pech dagegen für Patrick Berner. Sie haben es vorhin gesehen, ein Reifenschaden bei ihm. Er ist inzwischen ja wieder unterwegs. Und Jürgen Honester auf der 13. Position, der dreifache DTC-Champion, fährt Rundenzeiten, die hier fast eine halbe Minute langsamer sind als die der Spitze. Also wir haben es richtig vermutet, bei dem Ausrutscher in der ersten Runde hat sein Ford Focus mit Sicherheit gelitten. Es schwebt ein kleines Damoklesschwert über den Ford Focus hier beim dritten Rennen der DTC. Es gibt hitzige Diskussionen im Fahrerlager mit den technischen Kommissaren um die Legalität der Ford Focus. Es wird auch am Dienstag eine Berufungsverhandlung geben beim deutschen Motorsportbund DMSB. Es gab ja die Disqualifikation von Michael Funke beim ersten Lauf in Oschersleben. Dagegen hat das Wolf-Team Berufung eingelegt und die Entscheidung in diesem Fall wird nun am Dienstag erwartet. Viele, viele Diskussionen also hinter den Kulissen. Es geht um eine Reglementauslegung vom Hause Ford bzw. auch von Wolf Racing in einigen kleinen Details. Das immer wieder der Fall in einer sehr nahen Tourenwagen-Kategorie, die teilweise sehr weich oder wachsweich formulierte Sätze im Reglement stehen hat. Aber die Piloten lassen sich davon im Augenblick nicht beirren. Michael Funke hat es ja gesagt, er gibt einfach Vollgas, er kann dagegen eh nichts machen, das muss am grünen Tisch entschieden werden. Und Michael Funke ist unglaublich schnell unterwegs, der ist in der zweiten Runde hier 9:46.7 gefahren. Und damit hat er den bestehenden Rundenrekord mal eben um fast 10 Sekunden aus dem letzten Jahr unterboten. Und wir haben gesehen, es gibt einen Positionswechsel auf den Plätzen 5 und 6. Oliver Eichele im Windschatten schneller gewesen als Marc Simon. Jetzt macht er aber einen Fehler, wird zu weit rausgetragen. Und Marc Simon ist wieder Fünfter. Tja, da war er dann deutlich schneller durch den Windschatten, hatte etwas Überschussgeschwindigkeit beim Anbremsen von Arenberg, dieser Rechtskurve, bevor es dann runtergeht zur Fuchsröhre. Und schon war Oliver Eichele den fünften Platz, über den er sich so kurz gefreut hatte, wieder los. Dritte Runde also hier im Gange. Und wir kommen dann so langsam in die entscheidende Phase bei diesem dritten Lauf der deutschen Tourenwagen-Challenge. Vor allem, was den Kampf um den Sieg betrifft. 1,2 Sekunden der Abstand zwischen Michael Funke und Tommy Winkelhock auf den ersten beiden Plätzen. Auch Winkelhock richtig schnell gewesen in der zweiten Runde, 9:46.9, hat nur 0,2 Sekunden auf Michael Funke eingebüßt, der ja dieses Rennen seit dem Start, den er so schnell gefahren hat, um sich gleich abzusetzen, anführt. Der Hubschrauber verfolgt weiter das Duell der beiden Ford-Piloten. Vorne Marc Simon, der ja in den letzten Jahren mit Opel-Fahrzeugen unterwegs war. Erst mit einem Opel Calibra, dann mit einem Opel Astra OPC. Und das eigene Team hat sich dann entschieden, im vergangenen Winter zu wechseln in das Ford-Lager. Dieser schwarze Ford Focus von Marc Simon, der hier kleinen Fehler gemacht hat beim Anbremsen und schon Oliver Eichele deutlich näher gekommen. Die Nordschleife war auch eine große Belastungsprobe für die Einheitsreifen von Dunlop. Alle Fahrzeuge ja mit den identischen Reifen ausgerüstet. Und die Informationen, die wir so bekommen haben aus den Teams, war, man kann zwar die vier Runden absolut voll fahren, aber das Fahrverhalten, das wird doch deutlich anders im Laufe der Distanz, denn die Reifen werden doch extrem belastet. Bergauf kommt Oliver Eichele ganz so mit hier mit dem Wolf Ford Focus, also Marc Simon, der scheint einen sehr ordentlichen Motor zu haben. Aber beim Anbremsen in die Kurven, da ist Oliver Eichele sehr stark, immer etwas besser als Marc Simon. Und jetzt ist er wieder dran, diese lange, lange Bergaufpassage, der Ford Focus von Walter Wolf, gefahren von Oliver Eichele. Und er kann jetzt möglicherweise in der Bergaufpassage den Windschatten von Marc Simon zu seinen Gunsten ausnutzen. Auch da werden Geschwindigkeiten von ja, fast bis zu 200 km pro Stunde gefahren. Gibt es noch eine langgezogene Linkskurve, die absolut voll geht. Und dann das Anbremsen der Rechtskurven hinauf zum Karussell.
Hat nicht funktioniert mit dem Windschatten, also in Sachen Motorleistung ist der eigene Ford Focus sehr stark. Beim Anbremsen sehen Sie es wieder, kommt Oliver Eichle immer dran. Jetzt die Auffahrt zum Karussell. Da hatte Franz Engstler gestern im Training einen kleinen Fehler, hatte zu schnell hineingefahren, ist gleich wieder am Eingang des Karussells rausgesprungen aus dieser überhöhten Passage und das Ganze auf seiner schnellsten Runde, die am Ende zu Platz 9 geführt hat. Hier sind wir drin bei Claudio Hürtgen in diesem Karussell, da rappelt und schüttelt es mächtig im Auto auf diesen Betonplatten, die hier seit vielen, vielen Jahren unverändert liegen. Dann das Bergaufstück zur hohen 8. Kurven gehen absolut voll. Ich denke mal, Claudio Hürtgen geht nicht vom Gas. Hören Sie mal rein. Da bremst sie dann ganz kurz, da wird es etwas enger, dann direkt bei der hohen 8. Dann noch einmal die rechts, sind beim höchsten Punkt hier der Nordschleife und dann kommt diese Bergabpassage, die sehr, sehr schwierig zu fahren ist. Auch hier braucht man sehr viel Erfahrung und schauen Sie nur wieder links, wie viele Zuschauer an der Strecke sind. Das geht nicht voll. Da muss man das Auto rollen lassen, das ist fast wie ein Riesenslalom im Skisport. Und wir sind wieder bei der Spitze. Kleiner Sprunghügel. Abstand, ich würde mal sagen, optisch etwas größer geworden und Tommy Winkler macht einen großen Fehler. Etwas zu schnell über die Sprungkuppe, hat das Auto abfangen müssen, hat jetzt Mühe, den richtigen Gang wieder zu treffen. Das könnte die Vorentscheidung sein im Kampf um den Sieg. Fehler von Tommy Winkelhock. Sind jetzt im Streckenabschnitt Pflanzgarten, dann geht es rein in den Schwalbenschwanz. Da hatte der Tommy Winkelhock wohl alles probiert, um den Anschluss herzustellen zu Michael Funke. Denn er weiß, er muss dran sein. Dann in der letzten Runde möchte er Michael Funke diesen Sieg hier auf der Nordschleife noch streitig machen. Da hat er etwas zu viel riskiert. Schauen wir nochmal. Etwas zu schnell. Vielleicht auch die Reifen schon etwas strapaziert. Kommt zu weit nach außen, da ist die Strecke viel dreckiger. Kommt sogar in den Dreck. Und das sind dann bestimmt 2-3 Sekunden gewesen, die Tommy Winkelhock hier in der dritten Runde liegen gelassen hat. Abstand jetzt deutlich größer geworden. Michael Funke wird das mit Freude sehen und mit Freude vernehmen in seinem Rückspiegel. Und damit geht er als klarer Führender in diese letzte Runde. Wieder Claudio Hürtgen. Kommt zum sogenannten Mini-Karussell, das viel flacher ist und bei weitem nicht so hart wie das große Karussell. Dann die Rechtskurve, Galgenkopf, wo viele Bäume früher standen, die inzwischen abgeholzt wurden. Und dann die lange, lange Gerade der Döttinger Höhe. Claudio Hürtgen allein auf weiter Flur, hat also nach der Kollision mit Max Simon den Anschluss nicht wiederherstellen können. Abstand zu den beiden vor ihr fahrenden Ford Focus sind etwa 10 Sekunden. Das Ganze auch hier gerade schön eingefangen von unserer Kamera auf der Döttinger Höhe. Spitze inzwischen durch bei Start und Ziel werden wir hier weiter Claudio Hürtgen verfolgen. 9,47 Michael Funke, 9,49 Tommy Winkelhock, also 2 Sekunden genau hat er verloren durch diesen Fehler. Abstand zwischen den beiden jetzt 3,4 Sekunden. Max Simon, Oliver Eichle, das Duell geht weiter und zwischen den beiden wird es mit Sicherheit entscheidend sein, wer als erster in der letzten Runde auf die Döttinger Höhe kommt. Claudio Hürtgen in der letzten Schikane vor Start und Ziel. Das ist dieser Kontrast raus von der Nordschleife rauf auf den Grand Prix-Kurs, der doch deutlich steriler ist als die Nordschleife. Letzte Runde jetzt bereits auf dem Nürburgring. Markus Gedlich hat einen beruhigenden Vorsprung auf die beiden Ford Focus, wird sehr, sehr zufrieden sein mit der vierten Position, denn für ihn ging es heute darum, Punkte zu sammeln mit seinem hohen Zusatzgewicht. Und wenn er als Vierter ins Ziel fährt, dann wird er die Führung in der deutschen Tourenwagen-Challenge verteidigen. Sein Verfolger ist im Augenblick Thomas Winkelhock. Er war punktgleich auf Platz 2 mit Stefan Kissling vor diesem Rennen. Aber Stefan Kissling hatte ja wieder einmal großes Pech, ist ausgerollt in der ersten Runde, offenbar mit einem Problem im Motorbereich. Also es wird eine BMW-Doppelführung geben nach diesem Rennen, wenn sich nichts mehr tut. Gedlich wird die Spitze behalten. Tommy Winkelhock wird näher kommen durch diesen zweiten Platz, den er im Augenblick inne hat. Aber es stehen ja noch 25,3 Kilometer aus auf dem Nürburgring, aus diesem Kombinationskurs, aus der Grand Prix-Strecke, wo ja demnächst auch die Formel 1 wieder zu Gast sein wird, und der legendären Nordschleife.
Max Simon hält sich nach wie vor auf der fünften Position vor Oliver Eichle, der auch wenig Glück hatte bei seinen ersten Einsätzen im Ford Focus. Er hatte zweimal null Punkte, obwohl er durchaus Ansätze gezeigt hatte, schnelle Rundenzeiten zu fahren, aber in beiden Rennen zu Saisonbeginn frühe Ausfälle. Und Picos wieder zu Ende, raus noch einmal auf die Nordschleife. Alan Rohr an der Box, natürlich todtraurig. Bitte? Ja, ich bin da. Endor, ja, draußen natürlich enttäuscht. Was ist passiert? Nichts mehr, das war das Problem. Bei mir ist halt irgendwas Benzinpumpe versagt oder sonst. Sehr enttäuscht jetzt? Ich bin super enttäuscht, weil wir auf Meisterschaft fahren. Und da darfst du keinen Ausfall erlauben. Okay, danke. Tja, das ist also die kurze Aussage von Alan Lohr, sehr enttäuscht. Man darf sich keinen Ausfall erlauben, hat sie gesagt. Das hat der Jürgen Hohenester in den letzten Jahren ja immer wieder vorgemacht. Er hat teilweise kein Rennen gewonnen, ist am Ende trotzdem Meister geworden. Denn es gibt ein Punktesystem, das sehr eng gestaffelt ist in der DTC. Man darf sich keinen Ausfall erlauben. Diese Aussage von Alan Lohr ist mit Sicherheit richtig. Aber aus den Spitzenteams hat sich jetzt schon fast jeder mal ein Nullergebnis geleistet. Claudio Hürtgen, deren Auto wir jetzt gerade wieder sitzen im Bereich Flugplatz, hatte eine Nullnummer beim zweiten Rennen durch dieses Ölleck an ihrem BMW 320i. Stefan Kissling heute der Ausfall. Ja, das ist natürlich Pech im Titelkampf für Stefan Kissling und Alan Lohr. Claudio Hürtgen wird davon profitieren, wenn sie diese letzte Runde sauber zu Ende fahren kann. Dann wird sie wieder wertvolle Punkte machen. Für den siebten Platz gibt es in der DTC immerhin 26 Zähler. Und damit wird sie wieder Boden gut machen auf die vor ihr liegenden Fahrer. Runter die Fuchsröhre. Anbremsen des Bergaufteils über den Curb, das macht nichts hier in der DTC beim 24-Stunden-Rennen später. Da sollte man das vermeiden, denn das geht doch sehr, sehr stark auf die Radaufhängungen. Claudio Hürtgen wird ja gemeinsam mit Alan Lohr das 24-Stunden-Rennen bestreiten am Steuer eines Honda S2000 des Carlsson-Teams. In diesem Jahr übrigens mit Dach. Im letzten Jahr war man auch als Cabrio unterwegs. Bei diesem schönen Wetter wäre vielleicht die offene Variante wieder die bessere gewesen. Aber Alan Lohr hat mir gesagt, es gab doch sehr, sehr starke Verwirbelungen im Auto. Und sie ist froh, dass man ein Dach über den Kopf hat. Und vor allem mit Dach ist der Honda auch deutlich schneller. Das ist ein ganz kurzer Ausflug zum 24-Stunden-Rennen, das ja heute Nachmittag um 17 Uhr gestartet wird. Und wir sind dann für Sie, liebe Zuschauer, beim DSF live mit von der Partie. Live genauso wie jetzt in der DTC. In der letzten Runde. Claudia Hürtgen auf dem sicheren siebten Platz. Nach hinten hat sie einen Vorsprung von 17 Sekunden auf ihren Teamkollegen Roland Härtner. Also da braucht sie gar nichts mehr befürchten. Nach vorne Rückstand 11 Sekunden auf Oliver Eichle. Auch da wird nichts mehr gehen normalerweise. Sie kann also diese letzte Runde ganz brav und sauber zu Ende fahren. Sie kann allerhöchstens noch profitieren, wenn Oliver Eichle und Max Simon sich in dieser letzten Runde ins Gehege kommen. Ja, wird sie hinterher erzählen, das war relativ langweilig für sie, dieses Rennen. Abgesehen mal von der Kollision mit Max Simon, da wird es sicherlich ein paar ernste Worte hinterher geben. Zwischen Claudio Hürtgen und Max Simon, die beiden werden das ausdiskutieren im Fahrerlager nach diesem Rennen. Aber ich denke, die beiden werden das auch unter sich problemlos geregelt kriegen. Wir sind wieder beim Führenden, bei Tommy Winkelhock. Der ist bereits wieder beim Karussell. Beim Führenden Michael Funke und Tommy Winkelhock. Abstand in etwa gleich geblieben. Es waren 3,4 Sekunden zu Beginn dieser letzten Runde. Und da hat sich nicht viel getan. Das heißt, der Michael Funke, der darf sich so allmählich auf seinen ersten Saisonsieg freuen. Und er darf sich vor allem
auf seinen ersten Sieg in der DTC auf der Nordschleife freuen. Er hat hier schon tolle Leistungen gezeigt in den letzten Jahren. Ich erinnere mich an diese Aufholjagd vor 2 Jahren, als er von ganz hinten kam mit dem Ford Focus. Im letzten Jahr ist er Zweiter geworden, knapp geschlagen damals von Franz Engstler im BMW 320i, der im letzten Jahr ja Meister wurde. Und jetzt könnte es also endlich funktionieren für Michael Flunke, der diese Nordschleife über alles liebt, mit dem ersten Sieg auf diesem Kurs. Wollte übrigens auch das 24-Stunden-Rennen bestreiten mit einem Ford Focus des Wolf-Teams, aber da gab es gestern ein technisches Problem im Zeittraining und dieses Team ist nicht qualifiziert. So streng sind die Regeln bei diesem 24-Stunden-Rennen. Auch ein Top-Team kann es da erwischen. Funke. Darf natürlich nicht zu langsam fahren in dieser letzten Runde. Denn sollte er einen Fehler machen, einen ähnlichen Fehler wie vorhin Tommy Winkelhock hier an dieser Stelle, dann wäre Winkelhock wieder dran. Wenn ich da mal genau hinhöre, dann gibt es da offensichtlich einen Bremsplatten am Auto von Michael Funke. Der Reifen klingt nicht besonders gut, oder einer der Reifen. Und er hatte ja schon beim letzten Rennen auf dem Eurospeedway dieses unglaubliche Pech, kurz vor dem Ziel in Führung liegend einen Reifenschaden zu haben. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass dem Michael Funke das jetzt in dieser letzten Runde hier noch einmal passiert. Ford-Flaggen werden da geschwenkt. Also aus eigener Kraft wird der Tommy Winkelhock dieses Rennen nicht mehr rumreißen können. Er wird aber durchaus zufrieden sein mit dieser zweiten Position, denn er macht dadurch Punkte gut auf den Tabellenführer, auf Markus Gedlich, denn der fährt nur auf der vierten Position. Döttinger Höhe zum letzten Mal in diesem Rennen. Souveräne Fahrt von Michael Funke. Überhaupt kein Fehler, zumindest keinen, den wir bemerkt hätten. Und jetzt ist er nur noch circa 2 Kilometer vom ersten Saisonsieg des Ford Focus in der DTC entfernt. Hat sich also nicht verrückt machen lassen durch diese Diskussionen, durch diese Probleme, durch diese Diskussion um die Legalität des Ford Focus. Hat hier sein Bestes gegeben. Ist jetzt schon in der letzten Schikane vor Start und Ziel. Da wird er jetzt nichts mehr anbrennen lassen, da wird nichts mehr schief gehen. Fährt schon ganz vorsichtig, hat das Tempo rausgenommen. Und Michael Funke gewinnt dieses Rennen, dieses 4-Runden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. Brillante Vorstellung für ihn. Endlich einmal kein Pech, endlich einmal alles funktioniert. Und Sie sehen es, Tommy Winkelhock freut sich ebenso über diesen zweiten Platz. Denn er hatte auch viel, viel Pech bisher auf diesem Kurs auf der Nordschleife. Das also die ersten zwei. Der dritte wird ein bisschen auf sich warten lassen. Und der, das kann ich Ihnen versprechen, der wird sich genauso freuen wie Michael Funk und Tommy Winkelhock. Denn der Dirk Adorf, der hat dieses Ergebnis gebraucht. Und vor allem auch das Müllner-Team. Da kommt er, Dirk Adorf, auf der dritten Position, schafft es auf das Siegerpodest, jubelt hier, winkt seinem Team. Tolle Leistung auch von ihm. Markus Gedlich mit aufgeblendeten Scheinwerfern, auch der ist glücklich. 4. Platz, dann kommt Oliver Eichle. Und wo ist Max Simon? Max Simon nicht durchgefahren hier bei Start und Ziel. Claudia Hürtgen kommt hier rein. Und da ist Max Simon. Also da hat es offensichtlich in der letzten Runde eine Rangelei gegeben zwischen Max Simon und Oliver Eichele. Simon 6., Claudia Hürtgen auf der 7. Position. Roland Härtner wird dann auf dem 8. Platz reinkommen. Und wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück in der Eifel. Die Beru Top 10 wird Ihnen präsentiert von Ford. Yeah. Everybody get together, we can do whatever, we can do whatever. Yo, it's the turn beat, it up, turn the money, the money, the honey. Mit der Geburt eines Kindes verändert sich das ganze Leben. Es verändert die Art zu denken, zu wohnen und auch die Art zu reisen. Auf einmal wird jede Fahrt so aufwendig wie ein ganzer Umzug. Daher haben wir den Almera Tino entwickelt. Denken Sie an ein Haus, das wie ein Auto konstruiert ist. Testen Sie im Internet verschiedene Alufelgen an Ihrem Auto.
Wie das geht, sehen Sie auf unserer Homepage. Alufelgen ab 129 Mal. www.wiborg.de. Wir sind da. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Jetzt, wo sie weg ist, kann ich hier unmöglich bleiben. Alles in diesem Haus erinnert mich an sie. Es geht einfach nicht. Geht nicht? Gibt's nicht. Laminat 19,99 Mark. Faustfarbe 44,98 Mark. Praktika. Geht nicht. Gibt's nicht. Let's keep moving, boys. Keep moving. Let's keep moving, boys. Keep moving. Let's keep moving, boys. Let's keep moving, boys. Let's keep moving, boys. Let's keep moving. Are you the champion? Noch nie hatte unsere Batterie so viel Power. Die neue Duracell Ultra M3. Mit der einzigartigen M3-Technologie ist sie die kraftvollste Alkaline-Batterie der Welt. Männer, wechselt zur Macht 3. Drei Klingen für die gründlichste Rasur in weniger Zügen. Ihr werdet den Unterschied lieben. Und wir auch. Macht 3 von Gillette. Jetzt neu, Macht 3 Cool Blue. It's new, it's cool, it's blue. Duck Power Tape, das revolutionäre Klebeband. Extra stark, 100% wasserfest. Sie sollten es immer zur Hand haben. Innen und außen. Befestigen, dichten, reparieren. Ihr Pech, wenn Sie es nicht haben. Duck Power Tape von Henkel. Wo ist denn Erik? Der kommt sonst immer zum Markt. Böser Sturm letzte Nacht. Vielleicht ist er aufs Riff. Vielleicht über Bord gegangen. Vielleicht ertrunken. Oder Haie. 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 Vielleicht verkauft er seinen Fang online. Direkt vom Boot. Haie. 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 Wireless E-Business von IBM. Einfach kaufen, einfach verkaufen. Von überall. Meersalzweiß. Das Wohlfühlweiß von Dulux. Einer von 6 Tönen aus der neuen Dulux-Weiß-Kollektion. La Source Rouge Region. Nordkurve, Motodrom. Übung macht den Weltmeister. Formel 1 2001 mit Saisonrückblick 2000 auf einer Extra-DVD. PlayStation 2, the third place! There is a machine that gives your senses an experience they will never forget. Das UEFA Champions League Magazin. Erleben Sie noch einmal die Höhepunkte aus der Königsliga. Mittwoch, 23.45 Uhr im DSF. Das UEFA Champions League Magazin wird Ihnen präsentiert von Ford und Eurocard. Wenn die großen Nationen der Welt aufeinandertreffen, dann ist es der Confederations Cup. Mittwoch, 22.45 Uhr in DSF. Willkommen zurück am Nürburgring und der Schnellste auf der Strecke ist auch der Schnellste auf dem Siegerpodest. Michael Funke schon auf der obersten Stufe, die ihm heute zusteht. Beeindruckende Leistung, Pole Position, fehlerfreies Rennen, Start-Ziel-Sieg hier auf der Nordschleife. Tommy Winkler auf Platz 2, der sich damit auch in der Gesamtwertung als Zweiter näher herangeschoben hat an den gesamtführenden Markus Gedlich. Und riesengroße Freude auch bei dem Mann, den Sie rechts sehen, bei Dirk Adolf. Der ist jubelnd aus dem Auto vorhin rausgesprungen. Schauen Sie nur, wie der sich freut über diesen dritten Platz. Es ging überhaupt nichts bei ihm bei den ersten beiden Rennen.
Ja, das also die deutsche Hymne für den Sieger, für Michael Funke. Das Wolf-Team wird sich mächtig freuen über diesen Erfolg hier auf dem Nürburgring. Die Siegerehrung wird übrigens durchgeführt vom Bero-Marketingchef Hans-Günther Vater. Bero ja der Hauptsponsor der Top-10-Veranstaltungsreihe, der auch die deutsche Turnwagen-Challenge angehört. Also ein Ford-Pilot auf der obersten Stufe des Siegerpodests. Damit der erste Sieg eines Fronttrieblers in diesem Jahr und der erste Nicht-BMW-Sieg. Denn bei den ersten beiden Rennen gab es ja durch Claudio Hürtgen und Markus Gedlich jeweils einen Sieg für BMW. Die drei formieren sich hier noch einmal für das Foto. Ich sagte es Ihnen, es gibt keine Sektdusche als Respekt für den gestrigen Unfall. Das Ergebnis hier eingeblendet, Michael Funke, Vorsprung 3 Sekunden auf Tommy Winkler. Dirk Adorf als Dritter auf dem Siegerpodest im Opel Astra OPC. Markus Gedlich, der Tabellenführer, auch er ist zufrieden, das hat er gleich nach dem Rennen gesagt, mit dieser vierten Position. Oliver Eichele, tolle Leistung für ihn, erste Punkte für den Teamkollegen des heutigen Siegers, Michael Funke. Jürgen Honester, für ihn sicherlich enttäuschend, dieser 13. Platz. Es gab ja diesen Ausrutscher gleich in der ersten Runde. Thomas Klenke, der ist uns irgendwann verloren gegangen während dieses Rennens. Der war ja auch am Anfang stark dabei, gut mit von der Partie. Irgendwo draußen auf der Nordschleife muss er ausgeschieden sein mit seinem Ford Focus. Der stand hier in der Gesamtwertung. 10 Punkte noch Vorsprung für Markus Gedlich auf Tommy Winkelhock. Auch Michael Funke jetzt auf der dritten Position. Claudio Hürtgen schiebt sich auf den vierten Rang nach vorne, punktgleich mit Stefan Kissling. Eleanor durch den heutigen Ausfall keine 9 Punkte dazu bekommen. Ja, das war's von hier oben. Sie hören mich später wieder beim 24-Stunden-Rennen. Alles weitere jetzt von Erik. Danke Thomas, und ich habe Sie bei mir, die drei Erstplatzierten. Und wir beginnen mit dem dritten, Dirk Adorf. Dirk, Sie hatten wahrlich nicht viel Glück bisher in dieser Saison. Entschädigt der dritte Platz heute ein wenig? Ja, der entschädigt auch für letztes Jahr. Wir haben hart gearbeitet, wir haben Probleme mit der Motorleistung. Das hat man auch eben im Rennen sehen können. Die Elli, die demoralisiert mich berghoch. Die fährt so locker an mir vorbei. Aber ich habe mir nur gedacht, Dirk, tu dir einen Gefallen. Schau nicht in den Rückspiegel, fahr deinen Stiefel. Wir kennen die Nordschleife, wir waren vom Fahrwerk her gut sortiert. Und jetzt gilt einfach nur ein Riesendank an meine Jungs. Wir haben es einfach mal verdient, hier vorne zu sein. Vielen Dank und Glückwunsch nochmal. Danke. Wir kommen zum Zweitplatzierten, Tommy Winkelhock. Tommy, am Freitag, da lief alles schief, Getriebeschaden, du warst völlig frustriert und jetzt der zweite Platz. Hattest du mit so einem Erfolg noch gerechnet? Also, wenn ich ehrlich bin, nicht, aber nach dem Samstagtraining, wo ich dann an zweiter Stelle stand, habe ich schon gedacht, dass ich vorne mitfahren kann. Und dass wir so überlegen, vorne wegfahren, das hätte ich nicht gedacht. Ein Riesenkompliment an mein Team und an BMW, das war wirklich top, das Auto. Du hattest aber noch mal eine kleine Schrecksekunde zu überstehen. Bist da rausgekommen, über die Strecke hinaus? Was ist da passiert? Ja, ich habe gemerkt, dass ich an den Funke rankomme und habe ein bisschen zu viel hingetan am Gas und kam dann raus mit zwei Rädern ins Grün. Leicht im Drift konnten wieder abfangen und dann hatte Michael seinen Vorsprung ausgebaut und dadurch konnte ich nicht mehr ihm folgen. Danke dir und Glückwunsch nochmal. Danke. Und der Sieger, Michael Funke, bei mir. Michael, du bist ein sensationelles Rennen gefahren. Völlig unbeeindruckt von dem schwebenden Verfahren, das am Dienstag entschieden wird gegen euch, gegen das Wolf-Team? Ja, richtig. Mit dem ganzen Verfahren hin oder her, das die letzten Tage hier immer im Fahrerlager kursiert, wollte ich dem Ganzen mal einen Denkzettel aufsetzen und wollte mal zeigen, was wir richtig können. Und bei uns hat alles funktioniert. Danke an das Team Wolf und an die Firma Ford. Die haben mir ein sensationelles Auto hingestellt. Das Wetter war perfekt und ich hatte das Glück, dass ich am Start direkt mich absetzen konnte. Es hat keine Sektdusche gegeben nach der Siegerehrung. Die Gründe sind bekannt. Der tragische Unfalltod von Christian Peruzzi. Wie geht man als Fahrer damit um? Kann man so einen Triumph heute dann wirklich auch voll auskosten? Gut, der Triumph ist eingeschränkt, muss man sagen. Wobei, gut, das ist ein anderes Rennen, auch 24 Stunden. Es war ein sehr, sehr tragischer Unfall gestern. Wir haben da alle sehr mitgenommen in der Boxau gestanden. Und gut, ich sag mal, das ist leider Racing und das ist leider das Gefährliche an der Nordschleife. Und das weiß jeder, der hier oben antritt. Und dass jetzt leider mal wieder so ein schwerer Unfall passiert ist, tut uns allen leid. Gut, ich sag mal, man kann, soll das ganze Rennen hier mit ein bisschen, ich sag mal, 90% nur angehen, um damit nichts noch mal was Größeres passiert. Und dann sollten wir das Wochenende, ich sag mal, abschließen. Okay, danke Michael Funke, Glückwunsch nochmal. Der Sieger im dritten Lauf der DTC, Michael Funke, und nun können Sie gewinnen.
machen Sie mit beim DSF-Gewinnspiel, präsentiert von Ford. Gewinnen Sie das Editionsmodell Ford Focus Futura 2 mit Klimaanlage, Leichtmetallrädern, Lederlenkrad und dem Audiosystem 4000 im Wert von 40.000 D-Mark. Mit Sportfahrwerk und Sportsitzen sorgt dieses Fahrzeug für wirklich dynamischen Fahrspaß. Besser ankommen. Ford. Und die Frage heute lautet, welcher PKW war im Jahr 2000 der meistverkaufte der Welt? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie an das deutsche Sportfernsehen Stichwort Top 10 in der Münchner Straße 101G in 85737 Ismaning. Oder rufen Sie an unter der Hotline 0190 270 20. Einsendeschluss ist kommende Woche Sonntag. Viel Glück beim Mitspielen und die DTC ist zu Ende, aber es gab heute hier auf dem Nürburgring noch zwei weitere Läufe und zwar von den Ford Pumas und den Renault Clios und die starteten hier beide gemeinsam auf der Nordschleife. Ihr Kommentator ist nun Burkhard Becht.